Hallo, hallo, guten Morgen. Ja, nach dem gestrigen letzten Live in unserem Workshop, Divine Wealth Creation, wollte ich auch für euch hier noch ein paar Informationen rauslassen. Und zwar, du siehst die Übersicht, jetzt lese ich gerade Übersicht, die Überschrift dieses Lives ist das göttliche Gesetz. Und dieses göttliche Gesetz herrscht. Und das göttliche Gesetz ist viel, viel mehr als das Gesetz der Anziehung. Das Gesetz der Anziehung ist ein ganz kleiner Teil, würde ich jetzt mal sagen, dieses göttlichen Gesetzes. Es ist das Ergebnis des göttlichen Gesetzes. Es ist das, was du hier in der menschlichen Welt siehst, was vorher im göttlichen Gesetz geherrscht hat. Und dass dieses göttliche Gesetz von uns so oder so genutzt wird, das ist so wichtig, dass uns das bewusst wird. Es ist einfach so, so wichtig, dass keiner mehr hier das Gefühl hat, er ist ausgeliefert, er ist nicht frei. Es wird über ihn bestimmt. Es gibt Kräfte im Außen, vom Außen, die herrschen, auf die ich keinen Einfluss habe. Und diese Überzeugungen dürfen wir loslassen, weil es sind falsche Überzeugungen, es sind Lügen. Wenn ich weiß, wie dieses göttliche Gesetz funktioniert und was meine Rolle in diesem göttlichen Gesetz ist, dann gibt es nichts mehr. Hallo, ich weiß nicht, wer da ist, sonst schreibt mir doch mal bitte rein. Sonst gibt es, da gibt es nichts mehr, aber auch rein gar nichts mehr, was dich aufhalten kann, was dich unterdrücken kann, was dich krank machen kann, was über dich herziehen kann, was übergriffig werden kann. Ich habe es so oft gehört in meinen Coachings, ein großes Problem der Menschen ist die Übergriffigkeit. Sie wollen sich gegen Übergriffe schützen. Hey, guten Morgen, Petra. Und Übergriffigkeit durch andere Menschen, dass andere Menschen übergriffig werden, das ist nicht möglich, wenn du weißt, wer du wirklich bist und du weißt, wie du das kreierst. Übergriffigkeit kreierst eben du auch selber, indem du eine falsche Vorstellung von dem hast, was du bist und eine falsche Vorstellung hast von dem, was das Außen ist. Und die Vorstellung, dass das Außen eine Attacke ist, eine Gefahr, eine Bedrohung, dass du bedroht wirst, dass du in einem Leben, in einem Universum lebst, wo Bedrohung herrscht, dann ist es ganz klar, dass du zu dem Rückschluss kommst, dass Menschen übergriffig sind, sein können, dass Situationen übergriffig sein können, dass du ausgeliefert sein kannst. Aber in dem Moment, wo du wirklich weißt, wer du bist, wo du dieses Gesetz der göttlichen Schöpfung kennst und weißt, wie du als göttlicher Schöpfer wirkst und funktionierst und dass das Leben durch dich entsteht und was deine Macht und deine Power betrifft in deiner Vorstellung, in deinen Gedanken, in deiner Energie, die du aussendest, wenn du hier lernst, durch die richtigen Gedanken deine Schwingung zu kreieren. Und jetzt, ich habe es jetzt extra so gesagt, wie es mich, mein ganzes Vorleben lang, bevor ich wirklich Schöpferin war, bevor ich alles das so tief verstanden habe, bin ich auch auf der Suche gewesen, meine Schwingung zu erhöhen und die richtige Schwingung zu kreieren. Und habe natürlich auf diesem Weg ganz viele Erfahrungen, Ausbildungen, Lehren kennengelernt und gemacht. Und es hat nie funktioniert. Es hat nie funktioniert, obwohl ich viel, viel Geld ausgegeben habe, viel Zeit investiert habe und ich wollte doch nur meine Schwingung erhöhen. Aber da war ein Mädchen unterwegs, eine Frau, eine
Hi, eine Frau unterwegs, die ihre Schwingung erhöhen wollte. Es war eine Frau unterwegs, deren Schwingung falsch ist. Es war eine Frau unterwegs, die nicht gut war, die nicht richtig war und die jetzt endlich ihre Schwingung erhöhen musste. Und das geht halt nicht. Und all diese Versuche, die halt so gescheitert sind, endlich dahin zu kommen, wo ich sein wollte, als dieses Menschenwesen, dieses Eingeschränkte, dieses Unterdrückte, dieses Geplagte, dieses Verlassene, dieses Enttäuschte, dieses nicht unterstützte Wesen auf der Suche, endlich das Richtige zu machen, das Richtige zu tun und das Richtige zu lernen, war zum Scheitern verurteilt. Und die, die mir schon länger zuhören, die verstehen ganz genau, warum so ein Ansatz zum Scheitern verurteilt ist, weil es eben auf mein Selbstbild, wer ich bin als Schöpfer, wer ich bin als göttliches Wesen, in meinem Falle als Göttin, das sind alles Worte hier aus der menschlichen Welt, aus der menschlichen Vorstellung, die in keinster Weise das ausdrücken, was ich eigentlich meine. Weil es ist das, was alles ist. Es ist das, was wir alle wirklich sind und was sich im Außen eben zeigt. In jeder Blume, in jedem Auto, in jedem noch so kleinen Partikel und Atom, das wir wahrnehmen. Und nur allein unsere Wahrnehmung bringt die Dinge in Existenz. Und das ist so kraftvoll und das bedeutet eben auch, dass ich mir dieser Power und dieser Kraft bewusst sein darf. Das bedeutet eben auch, dass ich als diese Kraft und als diese Power hier auf Erden mich bewege, hier auf Erden lebe und keine Einschränkung mehr dulde, keine Einschränkung als wahr annehme, keine Unterdrückung als wahr annehme, nichts als wahr annehme. Und die große, große Herausforderung ist jetzt, dieser Pfad, dieses Jonglieren zwischen diesem Wissen, das noch nicht in aller Munde ist, das noch nicht, wo man noch nicht so drüber redet. Ich meine, wie schön wäre das, wenn wir uns zum Kaffeeklatsch verabreden würden und sagen, ja, wie läuft es mit deinen Schöpfungen und deinem Schöpfertum? Wie geht es vorwärts? Wo bist du noch zu verbandelt mit deinen menschlichen Einschränkungen und Überzeugungen und wie können wir die Geschichte loslassen? Wie können wir diesen ganzen Bullshit einfach loslassen? Und nachdem es halt in aller Munde diese Art und Weise der Konversation und Weiterentwicklung nicht gibt, mache ich das jetzt halt hier in meinem Space, in meiner Welt, in meinen Räumen, weil das wirklich meine Wahrheit ist, weil ich zu viel weiß, um irgendetwas anderes zu glauben, weil ich zu viel Beweise schon gesehen habe, zu viel Rückschlüsse gemacht habe. Ich habe alles untersucht, jede einzelne Wahrnehmung in außen habe ich, wenn ich mich gefragt habe, wie kam es dazu, habe ich genau gewusst, wie und wer ich war, dass ich das kreiert habe, wie ich unterwegs war, in welchem Vorstellungsraum, mit welchen Gesetzen, von welchen Gesetzen ich ausgegangen bin. Und diese Gesetze, dass eben ein Außen existiert und dass ein Außen mich bedroht, diese Vorstellung ist der Killer. Das ist der Killer. Und wenn ich aber weiß, dass ich es bin, muss ich vor mir selber keine Angst haben, weil da kann ich mich reinlassen, einlassen und diese Beziehung zu mir aufbauen. Was schreibst du? Wahnsinn, genau diese Frage beschäftigte mich heute früh und jetzt sagst du genau das, abgefahren. Es ist eben nicht abgefahren für das Göttliche, oder? Das Göttliche, ich stelle auch immer Fragen und ich kriege auch oft eben Antworten für Fragen, wo ich mir gar nicht bewusst war, dass ich sie gestellt habe. Aber wir sind immer im Fragemodus unterwegs. Wir fragen die ganze Zeit. Aber das Wichtigste ist, dass ich bewusst frage, dass ich zielorientiert frage. Zielorientiert fragen heißt, wie kann ich noch mehr und mehr in meinen Schöpfermodus reingehen? Wie kann ich noch mehr und mehr meine komplette Fülle, meinen kompletten Reichtum leben?
diese Fragen eben zu stellen. Und die Antworten sind immer da und oftmals sind die halt angsteinflößend, diese Antworten, ja. Das ist dann manchmal so ho, ho, ho. Aber wenn ich mehr und mehr Vertrauen lerne und weiß, wo, dass diese Antwort eben aus diesem höchsten, besten, liebendsten herauskommt und die Angst eben nur entsteht, wenn ich halt wieder diese Antwort in ein menschliches Gesetzbuch setze, wenn ich diese Antwort versuche zu verstehen aus dem System, aus der Vorstellung eben heraus, dass es da im Außen irgendetwas gibt, was mich nicht gutheißen könnte, was mich bedrohen könnte oder was mich ablehnen könnte, dann macht mir das Angst. Aber wenn das Göttliche, das Wahre, das Unbeschränkte, das nur Gute, das nur Liebende, das nur Unterstützte mich hier in ein Paradies auf Erden treiben will und ich nicht gehe und ich halt nicht gehe in dieses Paradies, das macht halt weh. Das ist dieser verdammte Schmerz, wo ich mich in falschen Beziehungen finde, wo ich mich an falschen Orten finde, wo ich das Gefühl habe, ich habe eine falsche Reise gebucht, ich habe einen falschen Job angenommen, wo ich das Gefühl habe, ich wohne falsch, wo ich dieses Falschgefühl habe. Aber dieses Falschgefühl, ich kann es euch versprechen, das kommt nur, weil ich so klein mich mache. Weil ich so duckmäuserisch immer wieder warte, bis eine Attacke von außen kommt oder bis es mich erwischt und ich mich versuche zu schützen und dadurch zu verschließen und Abstoßmodus bin, anstatt im magnetischen Modus für alles Große und für all das Göttliche. Und da muss ich halt raus. Da muss ich Schritt für Schritt raus. Und dieses Bild auch von Dr. Joe Dispenza, der dann sagt, ich muss das Gehirn mit dem Herz verbinden, das ist richtig. Aber wie mache ich das, dass ich das Gehirn mit dem Herz verbinde? Was bedeutet das? Das bedeutet so viel mehr. Weil das Herz ist das Symbol für das Göttliche, für die göttliche Wahrheit, für die Unendlichkeit, für die Liebe und alles. Und wie hat mein Kopf, welche Gedanken, welche Vorstellungen, welche Wahrheit darf ich in meinem Kopf hegen und pflegen und aktivieren und aus denen heraus handeln und fühlen eben auch? Das muss ich mir zurechtlegen. Da muss ich offen dafür sein. Und solange da halt noch so viel alter Shit ist, der mir alles besetzt, der mir alles zumacht, der mir alle Unmöglichkeiten sagt, der mir alles sagt, was eben nicht, scheinbar nicht geht, da muss ich einfach wirklich einen Großreinemachprozess starten und einfach sagen, der Shit muss weg. Ich brauche eben Platz, um aus dem Göttlichen, aus dem Herzlichen, das Göttliche ist ja nichts anderes wie das Herzliche, wie das Liebende, wie das All mir Ermöglichende, wie das Allmögliche schon ist. Aber wenn ich nicht so denke, wenn ich immer noch aus diesen Unmöglichkeiten heraus denke, aus diesen, ich darf ja nicht, ich kann ja nicht, das ist nicht möglich, dann geht es halt nicht weiter. Genau, und ich möchte euch ein Beispiel noch hier schenken. Ein Beispiel, es ist, stell dir vor, du hast die Hauptrolle in deinem Leben. Du hast die Hauptrolle in deinem Leben. Du bist auf der Bühne des Lebens. Alle schauen auf dich. So, du hast die Hauptrolle. Aber wer und wie wird auf dich geschaut? Das entscheidest du. Du entscheidest, wer in deinem Publikum sitzt. Du entscheidest, wer hier in deinem Spiel ist, wer hier dein Stück anschaut. Du musst keine Tickets an jeden verkaufen, sondern du bist jemand, der einen Raum eröffnet, der eine Lebensbühne eröffnet und die Tickets an die Leute verkauft, die er da drin haben möchte, die sie da drin haben möchte. Und dann gibt es nun mal die Zuschauer. Die entscheidest du. Dann gibt es nun mal die Menschen, mit denen du die Hauptrolle spielst.
Das entscheidest du, wer das ist, wie diese Hauptrolle ist. Dann gibt es Statisten. Ja, es gibt Statisten. Und es ist wirklich für mich auch manchmal eine Craziness gewesen, mir das zu erlauben, vorzustellen. Da hat mir auch die Dolores Cannon geholfen. Die hat ganz viele Bücher geschrieben. Die hat Leute unter Hypnose, hat sie die Geschichten, die die Leute unter Hypnose erzählt haben, aufgeschrieben. Und da ist sie zum Schluss gekommen, dass es tatsächlich diese Backup-People gibt, also die Statisten. Und ja, wir dürfen uns Statisten ins Leben kreieren. Man hat sich Statisten ins Leben kreiert. Es darf Statisten geben. Es ist nichts Freveliges, wenn man sagt, es gibt Statisten. Und scheinbar haben sich Menschen schon immer Statisten auf ihre Bühne des Lebens kreiert. Nur wenn wir nicht wissen, dass das Statisten sind und versuchen mit diesen Statisten irgendeine Hauptrolle zusammenzuspielen und die Statisten sind einfach als Statisten hier gerade in mein Leben kreiert worden, dann muss ich sie umkreieren, wenn ich aus einem Statisten eine Hauptrolle machen will. Verstehst du? Ich kann nicht plötzlich sagen, hallo Statist, du musst jetzt Hauptrolle spielen, obwohl du Statist bist. Und ich kann eben nicht alle in die Hauptrolle ziehen in meinem Leben. Ich kann nicht aus allen Hauptrolldarsteller machen in meinem Leben. Ich muss es mir erlauben, dass da eben auch Statisten sind. Und diese Statisten, denen gebe ich ihre Statistenrolle und die stehen im Hintergrund meines Lebens und die sind dort. Punkt. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist eben auch so schwierig, sich die Erlaubnis zu geben, auch zu sagen, ja, ich kreiere Statisten in meinem Leben. Und diese Statisten, die sind einfach im Hintergrund, die haben keinen Einfluss, die füllen die Bühne, damit ich nicht so alleine bin mit den Hauptdarstellern. Dass es den Eindruck wirklich macht, hier ist ein großes, großes Lebenswerk am Laufen. Aber letztendlich, was mich beeindruckt, was mich bewirkt und was aus mir herauswirkt, ist nun mal hier dieser Hauptakt, wo der Augenmerk eben nicht auf den Statisten ist, sondern auf den Hauptakt, auf die Hauptbühne, auf die Hauptwirkweise, auf meine Hauptkreation. Und das ist auch gut so. Ich kann mich ja nicht verzetteln als Schöpferin. Ich muss loslassen und sagen, das sind Statisten, ist alles in bester Ordnung. Da ist ein Wald, ist alles in bester Ordnung. Keine Ahnung. Versteht ihr das Bild, mit dem ich rede? Es ist völlig in Ordnung, wenn wir auf der Hauptbühne unseres Lebens wirken und hier Wirkung erzeugen, hier erschaffen und hier erschöpfen, im Wissen, dass im Hintergrund paradiesische Zustände herrschen. Ich muss nicht hingehen und versuchen, Probleme mit meinen Statisten zu kreieren, sondern ich darf tatsächlich davon ausgehen, dass die dort sind, in ihrer Statistenrolle und dass die dort gut aufgehoben sind und dass das perfekt ist so. Ich muss von Perfektion ausgehen als Schöpfung. Ich kann nicht davon ausgehen, dass irgendeine Rolle in meinem Spiel des Lebens verkehrt ist. Jede Rolle ist gut, jede Rolle ist wichtig. Und wenn ich sage, ja, aber du Statist, warum wirst du nicht Hauptdarsteller? Warum kommst du nicht in die Hauptrolle? Da kann ich mir die Zähne dran ausbeißen, weil ich das schlecht finde, dass der Statist nicht in die Hauptrolle kommen möchte. Aber ich kann es auch gut finden, dass der Statist jetzt einfach mal Statist ist und dass er da happy ist und dass sie da happy ist und glücklich ist. Verstehst du? Also es ist nicht verwerflich und frevlerisch, wenn ich mich eben hier um meine Hauptaufgabe, um meine Schöpferaufgabe, um die große Aufgabe, um das Große und Ganze kümmere und einfach sage, in meinem Spiel des Lebens, wo ich die Hauptrolle spiele, ist alles in allerbester Ordnung und ich kreiere jetzt hier Akt für Akt, Akt für Akt und die Statisten, die eingesetzt werden und die Natur, die eingesetzt wird, ist in bester Ordnung hier. Ich bin hier, um Akt für Akt zu kreieren, zu genießen, mich daran zu freuen, weil letztendlich, um wen oder was geht es bei der Hauptdarstellung? Es geht um dich.
Und wenn du dich eben nicht traust, Hauptdarsteller in deinem Leben zu werden, wenn du dich eben nicht traust, auf die Bühne deines Lebens zu kommen und in konkrete Schöpferkraft und Schöpfervertrauen zu gehen, dann ist es auch okay. Vielleicht ist es dann so, dass du jetzt sagst, ich bin glücklich als Statist. Aber ich rede mit den Menschen, die einfach sagen, ich weiß, dass ich Hauptdarstellerin bin. Ich bin hier geboren als Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin meines Lebens und ich bin bereit, hier groß aufzutreten. Und du weißt es, wenn du gerufen wirst, du weißt es, wenn es dich so abnervt, dass du nicht das lebst, was du dir eigentlich wünschst. Das nervt dich ab, das kotzt dich an. Du willst nicht klein und du willst auch nicht irgendwo abhängig. Du willst frei, du willst neu und du willst schaffen. Und das bedeutet, dass du jetzt hier diese Schöpferkraft, deine göttliche Kraft verinnerlichen darfst und aus dieser heraus leben darfst. Und das ist geil und es macht eben Spaß. Es ist neu. Es ist neu, weil wir es halt nicht gewohnt sind, weil wir diesen Mindset nicht geschenkt bekommen. Diesen Mindset müssen wir uns erarbeiten. Diese Wahrheit kriegen wir zwar geschenkt, die wohnt in uns, aber die uns bewusst zu machen und auf der Bühne des Lebens zu tanzen aus dieser Wahrheit heraus, das ist eine Aufgabe, das ist die Lebensaufgabe, das ist der Lebenssinn, das ist der Lebenszweck. Da bin ich mir mittlerweile ganz, ganz sicher, dass es auch keiner irgendeinen anderen Lebenszweck hat. Es ist tatsächlich dieser Lebenszweck. Und da muss ich nicht groß suchen, sondern das spüre ich, das ist es. Und da muss ich nicht versuchen, den nicht anzunehmen oder irgendwie zu sagen, ja, aber das ist zu groß oder ja, ja, wie denn und da, da, da. Ich spüre es einfach und dann ist es die Wahrheit und dann darf ich in diese Rolle, in dieses Bewusstsein, in diese Kraft, in diese gesetzliche, göttliche, gesetzliche Lage eintreten und dann die Person werden, sein, die das weiß. Und dann wird alles anders, dann wird es anders. Und hier diesen Verstand mitzunehmen, ich brauche meinen Verstand, den brauche ich. Aber ich muss ihn mitnehmen. Ich kann nicht einfach sagen, das funktioniert nicht nachhaltig, wenn ich sage, ja, das muss ich nicht wissen, wie. Ich muss nicht wissen, wie. Das wird so oft gelehrt in den Lehren, nimm es halt an, es ist so. Klar, das stimmt, nimm es halt an, es ist so. Es ist wirklich so. Aber mein Verstand ist so ausgestattet schon immer, dass er wissen will, wieso, wieso, wieso. Ich brauche plausible Konversation mit meinem Verstand, sonst geht er immer wieder zu dem, was er halt vorher gelernt hat. Und ich muss ihn dazu beibringen, so zu denken, wie eben ein Schöpfer denkt, wie ein Gott die Welt sieht, wie ein Gott die Sachen auffasst, wie ein Gott sich selbst wahrnimmt, wie ein Gott die Welt um ihn herum, seine Schöpfung wahrnimmt. Ich muss das lernen, ich muss mir da klar werden. Das geht nicht anders. Also ihr werdet nicht hier, wenn es anders geklappt hat. Ihr werdet nicht hier, wenn ihr zufrieden gewesen wärt. Ihr habt alle Ausbildungen gemacht. Ihr habt alle gesucht schon lange. Ihr habt schon alle gelesen schon lange. Aber letztendlich das zu leben und das zu verkörpern, das ist für mich the maximum level. Und es ist für mich kompromisslos. Da gibt es nicht ja ein bisschen. Da gibt es auch keinen Schnupperkurs. Da gibt es einfach, ich mach's oder ich mach's nicht. Ich bin's oder ich bin's nicht. Aber ich kann nicht ein bisschen sein und ich kann es auch nicht ein bisschen machen. Und ich brauche das all in. Ich will, ein bisschen geht immer, klar. Aber du wirst nicht zufrieden sein. Du wirst nicht zufrieden sein. Es wird immer wieder irgendetwas kommen, was unangenehm ist und wo du sagst, boah, scheiße. Das quält mir jetzt halt doch nicht. Und dann ist es, weil es zu klein ist, weil du noch nicht in deiner ganzen Schöpfergröße drin bist, weil du noch Bedingungen hast, weil du es dir noch nicht voll krass erlaubst,
weil du eben noch Bullshit-Stories, Geschichten, Vorstellungen, irgendwelche Zusammenhänge, Bedingungen, Rückschlüsse in deinem Kopf hast, die dir noch erzählen, don't go, sei nicht zu groß, sei nicht zu laut, sei nicht zu präsent, sonst liebt man dich nicht, sonst stößt du andere ab, bla 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 bla. Und zum guter Letzt, es ist immer, was du möchtest. Ja, und hier in der Gruppe möchte ich jetzt noch sagen, ich habe diesen Workshop zum Verkauf angeboten. Bis am Sonntag gibt es bei mir auf der Homepage mywellfeeling.com tolle Preise. Und wenn du ein Business aufbauen willst, ein göttliches Business, dann habe ich da ein Programm. Wenn du eine Diva endlich in dieses Gefühl, in dieses Lebensgefühl, in diese Lebensschöpfung einer Diva eintreten willst, habe ich da ein Programm. Es gibt ganz, ganz viel. Ich habe viel neu gemacht auf der Homepage. Geh einfach mal schnüffeln und vielleicht findest du ja was, wo dir bis Sonntag sagt, ja, das war schon immer meins, ich komme mit. Oder du kommst mit nach Ägypten, machst eine super geile VIP-Reise mit mir und wir lassen die Leinen los. Da freue ich mich auch schon riesig drauf. Es gibt so viel zu tun. Wir sind so, so frei, dass wir Einsperren wählen können, dass wir Gefängnis wählen können, dass wir Unterdrückung wählen können, dass wir Übergriffigkeit wählen können. Wir sind so frei, wir können alles wählen. Und das ist das Geile. Let's go, let's do it now. Ich freue mich, von euch zu hören, wenn ihr Fragen habt. Und ja, der Workshop war ein riesengeiler Erfolg. Ich hatte eine riesen tolle Woche und ich freue mich auch schon heute Abend auf unser Q&A. Bis dann. Tschüss. Happy day.